Er kommt. Ein Kryptobergmann und ein Wechselrichter kämpfen gegen der Ungerechtigkeit auf den Energiemarkt. Darf ich euch vorstellen, das ist der Masterpower U8KW-Inverter und der wird uns in Zukunft helfen, dass wir ein wenig uns im Bereich des Mining und auch des Blackout autarker aufstellen. Dieser Kerl ist wirklich in der Lage, 8 kW dauerhaft zu leisten und der wird bei mir jetzt da gerade ordentlich angetestet und jetzt schauen wir mal, woran wir sind. 3,8 kW, vor kurzem waren wir sogar auf der Nennleistung mit 7,7 kW. Ich habe da jetzt da einen Miner drauflaufen und ein Teil der E-Patrone und dass das Ganze im Zuge des Knight Rider Sounds ein geiles Like macht, werden wir mal da kurz ein wenig elektrische Leistung wegziehen, nämlich meinen Elektrospeicher. Okay, Vorführeffekt, der Speicher war schon die ganze Zeit ausgeschaltet. Da muss ich noch ein wenig warten, dass ich da wieder ordentlich Strom brauchen kann. Die grüne Lichtleiste zeigt da an, in was für Betriebsmode er gerade ist. Wir fahren, wie sie es natürlich gehört, absolut Insel. Ihr seht es, das Netz ist zwar da, das symbolisiert uns dieses Licht, aber es ist kein Bypass aktiviert. Das heißt, wir fahren rein im Inselbetrieb und sind nicht von der Abhängigkeit des öffentlichen Stromnetzes irgendwie gebunden. Momentan, ihr seht jetzt die Leistung rund 50%, das ist eher nicht so aussagekräftig von der Anzeige. Man kann hier dann einiges durchblättern. Batteriespannungen, die PV-Module, was die gerade in der Lage sind zu leisten. Momentan werden 32 Ampere aus der Batterie gezogen. Die Tagesproduktion, was wir heute mit der PV-Anlage geleistet haben, 17,5 Kilowattstunden. Im Jahr, Monat, Datum, Batterien. Jetzt starten wir noch einmal von vorne. Input AC 234 Volt, Output 230. Die Frequenz von Netz natürlich nicht ganz die 50 Hertz. Die PV-Anlage 1 ist gerade abgesteckt. Warum das Ganze? Ihr seht es, da wäre die PV-Anlage 1, weil meine Batterien quasi schon randvoll sind. Die arbeiten jetzt gerade über den Netzparallelwechselrichter. Da habe ich mir so eine Bypass-Geschichte gebastelt. Da möchte ich noch eine Umschaltung machen. Aber der PV-2-Eingang, weil der hat ja zwei Tracker-Eingänge, liefert gerade 7 Ampere, sprich 2,29 kW. Installiert sind 3,8 kW. Wir haben schon rund halb 3 Uhr Nachmittag. Dementsprechend schaffen wir nicht mehr die volle Nennleistung. Da sind die zwei PV-Eingänge drauf. Hier hat man auch oben die Möglichkeit, dieses Display quasi da zum Versorgen. Da kann man sich das Display abnehmen. Das ist eigentlich ein recht nices Feature. Ordentliche Anbauverschraubungen und hier ist der Eingang für die Batterie. Ich habe das Ganze jetzt mit 35 Quadrat Kabel gelöst. Das braucht man mindestens. So weit, so gut. Was war die größte Challenge? Die Chinesen sind schon ein wenig selber schuld, dass quasi ihr Zeugs keiner haben möchte. Warum das Ganze? Mir hat die BMS-Kommunikation mit meinen Pylontech-Akkus rund 1,5 Tage meines Lebens geraubt. Ich war schon kurz davor, die Kiste abzubauen und auf Amazon zurückzuschicken. Amazon war natürlich per Telefonsupport bemüht, mir irgendwie Hilfestellung zu leisten, aber natürlich, da sind jetzt keine Techniker, die haben das nicht drauf gehabt. Dann habe ich sogar herausgefunden, wer der wirkliche Hersteller von dieser Kiste ist, weil es natürlich nur ein gebrandetes Produkt. Sogar mit diesem Hersteller direkt via Support hin und her geschrieben. Ich habe alle netten Antworten bekommen, nur nicht das, was ich benötigt habe. Ich habe dann einfach am Ende der Tag mir selber übers Probieren, Messen, Studieren ein BMS-Kabel quasi generiert, weil ich mir gedacht habe, das kann ja nicht sein. Es steht ja da wirklich in der Software drin. Pylontech kann man ja verwenden. Ah, da muss es ja möglich sein, eine RS485er Kommunikation aufzubauen. Und jetzt zeige ich euch dieses Wunderkabel, das könnt ihr dann bei mir wirklich kaufen, weil ich habe da, sind zwar nur zwei Pins oder drei Pins, die was du am Endertag richtig belegen musst, aber das Wunderkabel ist essentiell, damit die ganze Kiste funktioniert.
Ihr seht es, das ist mein Wunderkabel, natürlich einmal schnell provisorisch getrickst, weil ich ja da versucht habe, verschiedenste Szenarien zu klemmen, weil das ist das Riesen, diesen Adapter nicht quasi in die Reihe bekommst, den kannst du leider nirgends fertiger kaufen, kommst du einfach mit deinen Pylontech-Akkus nicht zu fahren und dementsprechend hast du nur die halbe die Freude und das macht überhaupt keinen Spaß mit diesem Wechselrichter und dann ist man dann fast gezwungen, dass man das gute Ding zurückschickt. Ich habe da jetzt momentan 9,6 kW Batteriebank stehen, die US2000er, die habe ich jetzt einmal zum Laufen gebracht mit der Kommunikation, die USC-Serie, die hat da ja scheinbar ein anderes Kommunikationsding, das heißt, wenn ich das jetzt hier abstecke und da unten auf RS485 draufstecke, leider klappt das nicht, obwohl das Pylontech-Akkus sind, das ist leider nervig. Hier gibt es scheinbar wieder eine andere Belegung vom Bus. Ich habe zwar von Pylontech die Bedienungsanleitung dabei, sollte laut Bedienungsanleitung eigentlich kein Stress sein, ist es aber. Hier ist scheinbar schon wieder eine andere PIN-Belegung unterwegs. Aber auch ich werde das noch herausfinden. Soll es mir noch einmal 1,5 Tage meines Lebens kosten. Der Mr. Mining ist da hartnäckig, der schafft das wirklich, dass er das alles in die Reihe bekommt. So, und jetzt schauen wir mal schnell rauf. Irgendwo dürfte sich ein neuer Verbraucher bei mir gefunden haben. Es ist einmal so in einem Wohnhaus. Jetzt sind wir gerade bei den 4,4 kW. Also das schafft er alles locker. Wir fahren natürlich jetzt momentan über der Batterie, weil die PV-Platten das nicht mehr in der Lage sind zum Leisten. Aber jetzt schauen wir mal, ob meine E-Patronen jetzt inzwischen noch einmal motiviert sind, dass sie da ein wenig nachheizen. Leider nein. Nein, die E-Patronen wollen nicht. Ich habe den Boiler schon zu viel aufgeheizt. Vielleicht im Zuge des Videos, dass das dann später noch kommt. Hier haben wir die Batterieabsicherung. Ich fahre da mit die 2x25 Quadrat parallel rauf auf den NH-Trainer. Ihr seht, ich habe da momentan 100 Ampere. Warum das Ganze? Ich möchte nicht mehr als 4,8 kW Dauer aus der Batteriebank mit 9,6 kW ziehen, weil ich möchte die Pylontech-Akkus natürlich schonen. Dann soll es mir vorher die Sicherung schmeißen, weil im Prinzip am Abend, wenn keine Sonne und dergleichen ist, sollte nicht der Stromverbrauch so hoch sein. Später kommen dann natürlich die 160 Ampere NH-Sicherung rein. Wir bauen ja den Speicher jetzt noch weiter auf 20 kW. Am Endertag wollen wir da auf 50 kW gehen. Da geht es jetzt einmal A, Probleme mit den Lieferzeiten bei den Batterien und B, das eine oder andere noch auszutesten. Ja, so schauen wir aus. Das ist das Setting. Hier habe ich noch einen PV-Stringverteiler extra gemacht, damit ich, wenn ich da umstecke, die Strings ausschalten kann, weil leider hier, das haben diese ganzen Off-Grid-Inverter keine Schaltquelle, weil sonst hätte man hier beim Abstecken ja einen Lichtbogen und das kann dann gar nichts, das schmort uns die Stecker ab und ihr wisst ja selber, diese MC4-Stecker, das ist ein wenig mit Vorsicht zum Genießen, das muss man schon schauen, dass man das ordentlich krimpt und safe macht, weil sonst sind die einen gleich mal abgekohlt. Jetzt ist er auf blau, das heißt, er macht jetzt quasi über der Wolke, sprich Sonne, die Energie. Das heißt, es ist ein Energieüberschuss und es werden jetzt gerade die Batterien geladen. Das heißt, wir haben jetzt hier oben rund 2 kW und scheinbar ist der PV-Generator oder eine String stark genug, diese 2 kW zum Reproduzieren. Das macht er ganz brav, also das funktioniert recht gut. Und was da bei denen scheinbar auch recht spannend ist, dürfte sein, dass er im Netzbetrieb dann, das muss ich noch ordentlich austesten, weil der Growatt kann das, wirklich hybrid fahren kann, also bei einem Growatt kann ich das bestätigen, ob es bei denen jetzt auch so der Fall ist, das ist jetzt schwierig, weil da müsste ich jetzt da mal schnell die Batterie abschalten, das wird mir aber dann kurz, weil die Millisekunden sind leider zu träge, also es steht zwar immer für Home Entertainment und so reicht das aus, aber ein Miner oder dergleichen stürzt die ab beim Umschalten von dem Betriebsmodus auf den Netz. Dementsprechend, wenn ich jetzt hier die Batterie zupfen würde, würde das keinen Spaß machen. Aber ich werde das Ganze mal ausprobieren, weil dann sollten wir im Prinzip ja einen Hybridbetrieb sehen. Gut, wir fahren jetzt gerade mit dem Pylontech. Das heißt, ich habe die Batterien ausgeschaltet. Es kommt auch die Störmeldung. Jetzt wird er bald auf Bypass schalten, weil irgendwann wird der PV-Generator die Last nicht schaffen. Hier, ihr seht, die Batteriebank ist abgedreht und die liefert dann wirklich keine Power.
Jetzt hat es kurz geblinkt, jetzt ist er auf Bypass gegangen. Klar, weil ja keine Batterie da ist. Und jetzt schauen wir mal, ob der gute Kerl dann wirklich auch Hybridbetrieb fährt. Und es schaut wirklich aus, wir sehen es jetzt bei der PV-Leistung, dass wir da gerade brav, scheinbar, der meiner hört sich im Hintergrund, der ist mir leider verreckt. Man sieht es auch hier oben bei der Leistung, also die Umschaltzeit geht sich nicht aus für einen Kryptominer, dass man da mit den Zeiten zusammenkommen. Dementsprechend ist die 2 kW Last jetzt komplett runtergegangen, der ist gerade im Hochfahren. Aber uns interessiert jetzt ja viel mehr, ob er das wirklich gut kann mit dem Hybridbetrieb. Wir haben jetzt da 380 Watt vom Netz, 183 liefert er jetzt über den PV-Generator. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass er diesen Hybridbetrieb da jetzt so tadellos an den Tag legen wird. Da wird er dich das eine oder andere natürlich aus dem Netz ziehen. Das wird nicht anders gelingen, aber das ist schon recht nice. Wir haben jetzt da 500 Watt, 570 Watt Gesamtverbrauch, 480 Watt über den PV-Generator. Und somit haben wir eigentlich die Bestätigung, dass der wirklich Hybridbetrieb kann. Und das ist dann für dieses Preis-Leistungsgefälle mega, mega nice. Wie weit die Stromversorger in diesem Betriebsmodi glücklich sind, das ist jetzt eine Frage der Zertifizierungen. Da möchte ich mich jetzt ein wenig raushalten, weil Inselbetrieb darfst du fahren, so viel du möchtest. Aber ja, der meiner ist schon oben. Ihr seht, die PV-Anlage 2 kW und wir haben da oben auch in etwa 1,9 kW. Ganz genau werden die Anzeigen nicht stimmen. Weil ja natürlich der Wechselrichter muss sich jetzt ja selber die Lüfter und das Ganze versorgen. Das braucht dann doch einiges an Energie. Aha, jetzt ist eine Wolke drüber gefahren. Jetzt ist er natürlich kurz runtergegangen, der PV-Generator. Aber man könnte sagen, eingeschränkt funktioniert der Hybridbetrieb wirklich. So, ich werde jetzt probieren, die Batterien hochzufahren. Und dann sollte das Ganze recht lustig ausschauen. In diesem Setting habe ich jetzt das Problem, ich darf die unterste, die C-Serie nicht einschalten, weil bei dem Pylon-Dech ist in Wirklichkeit so, dass die neueste Serie in Wirklichkeit der Master sein muss. Und das haut auch untereinander hin, das habe ich ausprobiert, also der USC kommuniziert mit der alten Serie, das ist nicht das Problem, aber nachdem ich ja mit dem Wechselrichter nur über den kommuniziere, muss man die alte Serie in den Master spielen. Das heißt, ich fahre jetzt die drei Batterien hoch und den dritten, den C, den lasse ich quasi blind mitlaufen. Da muss man Trick 17 verwenden, das heißt, hier das Kabel abstecken. Ich schalte dann jetzt nach der Reihe die Batterien ein. Jetzt habe ich natürlich einen Fehler gemacht, ich hätte mit dem oberen als Master starten müssen. Das ist einmal so, das habe ich jetzt verkehrt gemacht. Jetzt einmal kurz drauf drücken, sollte im Prinzip jetzt da die drei Batterien aktivieren. Wenn ich den vierten draufstecke, läuft das leider nicht, da haben wir keine Chance. Die sind jetzt die drei online, das passt auch so weit, so gut. Ein bisschen dauert es noch, bis sich die Batterien miteinander synchronisieren. Alle drei zeigen mir ein Run-Lämpchen an. Jetzt geht es natürlich darum, die müssen ja mit dem Wechselrichter kommunizieren. Die Batterien sind de facto randvoll. Aber ihr seht, alle drei haben gebootet. Und jetzt kommt der Trick 17. Jetzt stecke ich da den Campus rauf und schalte ihn ein. Und der läuft jetzt so blindlings mit. Das war jetzt meine behelfsmäßige Methode, um das ganze Set am Laufen zu haben. Anders geht es leider nicht. Bin natürlich jetzt bemüht, dann ein neues Adapterkabel zu basteln, dass dann der USC 2000C den wirklichen Master spielt. Aber wie gesagt, da muss ich noch die Steckerbelegung herausfinden. Das ist ja bei unseren chinesischen Freunden nicht anders möglich. So, wir haben jetzt die Batterie wieder online. Scheinbar hat unsere E-Patrone kurz angeschlagen mit die 4 kW. Oder war da oben was im Einsatz? Jetzt probiere ich mal die E-Patronen raufzugeben. Ihr seht es, 4,5 kW. Nein, das muss scheinbar was anderes im Haus sein. Ja, schade jetzt bei der Vorführung. Ich habe die Nenntemperatur schon erreicht. Ich werde jetzt aber rüberlaufen, da ein wenig bei der E-Patrone raufdrücken. Da kann man auch ein paar Sekunden dann wenigstens Leistung produzieren. Mehr lässt mich leider der Heizstab nicht raufheizen. Ja, schade, Vorführeffekt. Es ist dann gar nicht so leicht, eine Leistung raufzubekommen.
Könnte ich nur noch einen Miner draufstecken. Ja, was willst du machen? Aber ihr könnt es mir glauben, ich werde euch das jetzt in der History zeigen, dass das Ding das wirklich schafft mit den 7 kW. Wir werden dann auch in Zukunft einen Tesla Modell 3 laden. Kommt dann ein eigenes Video. Es gibt dann so ein nettes App dazu. Das war auch recht stressig. Da mache ich ein kleines Tutorial, glaube ich, bei diesem App. Eins vorweg für diejenigen, die sich so ein Ding kaufen. Das Essentiellste, was du brauchst, dass du dieses Ding auch findest und bei der Installation von App, ist dieses WLAN-Pickerl. Das musst du ja dann scannen. Und das ist ganz, ganz schwer, dass du mal drauf kommst, dass das da unten drauf ist. Weil ich habe natürlich das nicht gewusst und habe natürlich die Sticker seitlich alle verzweifelt genutzt und da bin ich natürlich zu nichts gekommen. Das war wirklich sehr schlecht beschrieben. Ist generell alles, was dann tricky ist im Bereich der Batterieintegration und dergleichen, ist alles ein wenig schwach beschrieben. Der eine PV-Generator liefert gerade die 7,17 kW. In die Batterie wird gerade nicht was reingeladen von der PV-Anlage. Auch entladungsmäßig geht da jetzt gerade auch nichts über der Batterie. Das ist ein wenig schade, dass man sich da das Display nicht einen Touch größer gemacht hat. Dementsprechend mit dieser Blätterei ist es nervig. Aber ich zeige euch jetzt mal schnell den Screen vom Handy-App. Das ist im Prinzip unser Handy-App, wo man dann allerhand Daten bekommt. Leider ist das immer sehr verzögert, die Datenlage. Also das sieht man dann nicht so oft, weil es ist zum Beispiel dieser Mode. Ah, den fährt er momentan wirklich, das stimmt sogar. Wir haben jetzt momentan das Netz, was da noch drauf geht. Das wird jetzt eine gewisse Zeit brauchen, bis er dann wieder zurückschaltet. Glaube rund 2 Minuten, sonst muss man oft gelegentlich auch die Sicherung ziehen, bis er wieder den Mode Inselbetrieb fährt. Also ich habe Solar Battery First unter den Settings, die zeige ich euch dann gleich auf den Screen. Soweit ist das App relativ toll. Der Nachteil ist bei diesem App, dass es immer relativ nur ein paar Aktualisierungsstandpunkte gibt. Die Overview ist relativ nice, damit hat man seine Tagesproduktionsleistung und ihr seht, ich habe da dann den String abgeschaltet, weil mich ja, ich war dann voll mit den Batterien und da habe ich den String einfach auf den Netzparallelwechselrichter gegeben. Dementsprechend ist uns hier diese Geschichte abgestürzt. Hier oben hast du dann diese ganzen Geschichten um den Fehler. Die Fehler sind relativ gut auch über der Anlage dann, über der Alarmglocke zum Finden. Da sieht man dann auch allerhand Probleme, was es gegeben hat im Zuge der Kommunikation, wenn die Batterien voll sind, die Batterien sperren. Das sind dann relativ viel diverseste Meldungen, die was dir dann angezeigt werden. Ist recht cool, wenn es ein Kommunikationsproblem gibt. Hier ist recht nice die History. Über der History siehst du nämlich dann, was für dich essentiell ist, was du Tagesproduktion und halt total geerntet hast mit deiner Photovoltaikanlage. Die Settings kann man hier natürlich dann auch diverseste Betriebsmodis relativ leicht setten. Das ist recht angenehm. Ich arbeite aber lieber mit der Desktop-Version von der Software und die werde ich euch jetzt schnell zeigen. Ihr seht es, da oben ist das Symbol von der Utility weggegangen. Wir fahren momentan die Leistung aus der Batterie. Das ist soweit okay. Hier drüben haben wir eine Ausgangswirkleistung momentan von 4,4 kW. Die PV-Generator haben wir hier momentan nur 2 kW in der Eingangsseite, Batteriekapazität mit 74% und das Interessanteste ist die Setterei, Parametereinstellung und das habe ich vergessen, du musst dich hier als User anmelden und der User ist Administrator und das A klein geschrieben, das hat mir relativ viel Zeit gekostet, dass ich auf das gekommen bin. Hier hast du einfach sehr angenehm die Settings zu wählen. Hier geht es dann die Ausgangsquellenpriorität, das heißt Solar Battery Utility, als erstes die Solar. Hier oben Ladequellenpriorität habe ich only Solar. Ich möchte natürlich rein nur aus dem Bereich der Photovoltaikanlage den Strom laden. Hier hätte man dann auch die Möglichkeit für einen Dreiphasenbetrieb das Ganze zu setzen, zwecks den 3 Phasen. Man kann dann auch den AC-Ladestrom begrenzen, wenn man dann zum Beispiel keine Stromspitzen produzieren möchte. Wenn man im Prinzip dann so Hybrid-Insel fährt, das heißt, wenn man dann doch gelegentlich übers Netz nachladen muss, weil einfach einen im Winter die Anlage zu klein dimensioniert ist, da gibt es dann halt diese lästigen Geschichten, Alarmton deaktivieren und das macht man dann gleich einmal, weil ich habe am Anfang mit der Batterie ja nur Stress gehabt, weil ich ja keine Kommunikation erzeugen konnte, da war ich wirklich sehr genervt.
So schauen die Settings an aus. Und dann eigentlich das Spannendste ist in Wirklichkeit die Diagramme. Und hier gehen wir auf Browsen. Das leider funktioniert aber nur, wenn der Computer im Hintergrund über RS-232 verbunden ist. Nur dann funktioniert das Ganze. Und hier hat man, glaube ich, im 2-Minuten-Takt, wenn ich das richtig sehe, oder was sehe ich hier da, 15, 12, 30-Sekunden-Takt habe ich hier im Prinzip jetzt die Daten eingelesen. Das kann man natürlich auch auf Minuten reduzieren, das ist unter den Settings zu finden. Leider hier ist ein Fehler in der Software, man hat hier, ihr seht es, hier steht 0 bei der PV-Eingangsleistung und da sehen wir, das ist ein Blödsinn, weil der eine String, der ist abgesteckt, er zeigt dir hier in der Software leider keine zwei Strings an. Das checkt die Software nicht, weil irgendwann wird da unten dann einmal hoffentlich auch der nächste String kommen. Leider habe ich da die Aufzeichnung zu spät gestartet. Und da haben wir den Beweis 6,7 kW. Wenn ihr das seht, das hat er locker von Hocker geschafft. Das war jetzt nicht der Stress für ihn. Das hat er gut hinbekommen. Jetzt schauen wir noch den gestrigen Tag an, ob ich da noch Daten gespeichert habe. Habe ich den seit gestern scheinbar schon abgesteckt, den String. Hier geht es darum, dass er nur einen String anzeigt. Das ist leider ein wenig ein Schwachsinn, aber ihr seht es von der Leistung, 6,7 kW sind wir dann doch gefahren von der Bandbreite. Da ist irgendwas eingeschaltet, um 14.42 Uhr, dann rauf das Ganze bis 14.48 Uhr, also da 14.49 Uhr, also da sind schon einige Minuten, wo wir relativ im oberen Powerbereich unterwegs waren. Dementsprechend kann man dann schon schöne Spitzen im Hausnetz abfangen. Ist soweit völlig nice, absolut okay. Dann gibt es hier dann so Diagramme, die was komplett für den Hugo sind. Das funktioniert leider nicht mit der Software. Was dann recht gut funktioniert, ist in der Software den Reiter Energieinformationen laden. Hier hast du eine schöne Gesamtübersicht, was da so die ganze Zeit seit dem Betriebnahme der Anlage passiert ist. Und da sieht man das. Wir haben die letzten Tage sehr schöne Sonnenlagen gehabt. Und hier natürlich sind wir ganz stolz drauf mit den 42 kW. Hier im Prinzip waren es immer nur einen halben Tag der zweite String drauf, weil ich bin dann auf den Netzparallelwechselrichter gegangen, weil ich ja die Energie nicht verbraten konnte. Natürlich hätte ich können den Miner umstellen, aber der Miner läuft ja bei mir noch übers Stromnetz. Da soll der Netzparallelwechselrichter seine Dinge erledigen. Ja, hier könnte man sich vorstellen, einen Raspberry Pi zu generieren, beziehungsweise gibt es dann auch eine Alternativsoftware, der Solar Assistant. Der sollte eigentlich auch damit kommunizieren, weil die Kommunikation findet ja bei RS-232er statt. Ich habe hier ein RS-232er auf USB-Adapter. Das ist das gute Stück, wo ich dann im Prinzip in den Wechselrichter da drüben reinfahre. Hier habe ich dann noch einen Bypass-Schalter, wo im Prinzip, wenn die Kiste da komplett verrückt spielt, dass ich noch ein wenig einen Bypass schalten kann auf dem Stromnetz, weil der kann dann schon ganz schön spucken. Ich hatte ja Startschwierigkeiten, weil man mir einen Defekten geliefert hat. Dementsprechend weiß ich, warum ich diesen Schalter eingebaut habe. Weil zum Beispiel, wenn jetzt hier einer diesen Knopf drückt, dann ist natürlich die komplette Versorgeranlage stromlos. Den Knopf finde ich ein wenig dämlich, wenn ich ehrlich bin. Dementsprechend ist so ein Bypass nicht schlecht, dass der Laie sich dann irgendwie drüber retten kann. Also eigentlich ein Notstromumschalter, ich nutze den aber als Bypass-Schalter, dass ich wieder aufs Stromnetz zurückkomme. Hier ist meine Einspeisung vom Stromnetz, die geht da oben rein, jede Phase für einen Wechselrichter. Dann habe ich hier noch einen 63er Haupt-FI, weil wir wollen ja am Endertag zwei Stück von diesem Masterpower parallel auf einer Phase setzen. Der Zähler da zählt mir im Prinzip die komplette Energie, was jetzt da über diesen, also über der Ausgangssumme fließt. Das heißt, hier muss ich mir dann ausrechnen, wenn ein Teil von Stromnetz nimmt, muss ich mir das über den Stromzähler hier, über der PV-Zähler dann gegenrechnen. Dann weiß ich genau, was Sache ist. Das könnten wir jetzt auch schnell gemeinsam machen. Ja, das hilft uns jetzt leider nichts. Da steht das Ganze in Megawattstunden. Wir wissen aber von der Handy-App, dass 170,6 Kilowattstunden produziert wurden. Gesamt sind da drauf 256 Kilowattstunden.
Einen Teil hat mir noch der Strohbart produziert. Also ich würde sagen, so aus dem Bauch heraus beim Krobart waren es dann ja, 100 Zähne. Den habe ich einmal zurückgesetzt. Das war nämlich das Schade, das hätte ich müssen anders zurücksetzen. Ich würde sagen, so rund 80% Autarkie dürften hinkommen, was ich da im Gesamten bis jetzt mich selber versorgt habe, seit der Inbetriebnahme dieser ganzen Wechselrichter-Challenge. So, und jetzt machen wir noch eine Fernaufnahme, damit ihr das ganze Setting dann auch seht. So schaut das aus und dort, wo der Krobart ist, dort kommt dann am Ende der Tag dann der nächste Masterbauer hin, weil ich ja hier eigentlich ursprünglich dieses Setting gewählt habe. Nur das hat sich dann so ergeben, weil ja der eine Masterbauer defekt war. Das habt ihr bei einem anderen Video vernommen. Dieser Unterverteiler wäre im Prinzip da für seine allgemeine Stromversorgung da unten. Da habe ich jetzt momentan meine Elektropatronen drauf. Und da drüben habe ich mir so einen kleinen Spezialstromverteiler gebaut, um einfach dann bei den Minern hier auch die Leistungen zu messen. Die zwei roten Steckdosen sind dann dieser Zähler, um einfach da nice Testfeldumgebungen zu schaffen. Und das Wichtigste habe ich jetzt fast vergessen. Wir haben ja hier ein Ostsee und jetzt schauen wir uns mal schnell die Ausgangsspannungsqualität an, weil die, muss ich jetzt wertfrei sagen, die ist wirklich ein Hammer. Ich muss jetzt nur ein wenig aufpassen, dass ich mich da nicht selber elektrifiziere, weil es ist nicht so ganz ungefährlich. Das bitte nicht zu Hause nachmachen. Jetzt habe ich das Problem, dass ich hier den N erwischt habe. Das heißt, ich muss kurz den Stecker um 180 Grad drehen. Jawohl, ihr seht es, also ein grandioser Sinus. Da gibt es überhaupt nichts zu meckern. Dieser Unitest ist natürlich ein Traum, weil das mit der Autofunktion deppensicher ist. Wir sehen 49,99 Hertz, also mindestens die gleiche Güte wie beim Stromnetz. Und das ist eigentlich das Wichtigste. Wir wollen uns diese Sinuswelle genau anschauen. Ich werde das jetzt nur kurz ablegen, damit hier nicht irgendwelche Messuntoleranzen sind. Des Weiteren fehlt mir jetzt gerade eine ordentliche Masse. Die habe ich jetzt bei diesem Setting nicht drauf. Mal schauen, wenn ich da mit der Masse spiele, na, da passiert nichts, weil dann mit der Erdung natürlich das schöner zum Darstellen wäre. Aber wir schauen jetzt einmal und wenn man dann das genau beobachtet, hier sieht man es zum Beispiel. Dass wir doch mit einem Wechselrichter arbeiten, weil da sieht man einfach, da muss er sich den Sinus aufmodulieren. Aber wirklich wertfrei gesagt, bei einer analogen Oszille ist diese Linie um einiges zärtlicher. Wertfrei gesagt ist das sehr nice und wirklich okay. Also die Qualität schon fast so gut, teilweise sogar besser wie beim Stromnetz. Hier fällt das nicht ganz so auf. Und beim Lastwechsel sieht man dann natürlich schon, wenn er diesen Sinus aufbauen muss, dass dann diese Hacker gibt. Ich werde jetzt schauen, kann ich da irgendwas machen? Ja, das ist halt so nervig, dass man heute keine gewaltigen Last... Ah, ich habe noch einen Heizlüfter. Nee. Wir haben da noch einen Heizlüfter im Petto. Den werden wir raufgeben. Damit haben wir mal schnell noch 2 kW produziert. Das kann ja nicht sein, dass wir das Ding jetzt da nicht belasten. So, jetzt habe ich eine 10-fach Steckvorrichtung und ich habe keinen Stecker frei. Ich glaube wirklich keine Sau. Eines ist fix, man kann gar nicht genug Schokosteckdosen in sein Leben haben. Also Schokosteckdosen, die sind mörderisch wichtig. So, wir haben jetzt 4 kW bei dem Wärter und da seht ihr ganz kurz, ich schalte da immer aus und ein. Da seht ihr es ganz leicht, dass er auf und nieder geht. Das ist jetzt kein Messfehler im Display, sondern schon, wenn ich mit den Leistungen fahre. Aber ehrlich gesagt, Freunde, mörderisch. Die Frequenz natürlich hat das Problem, dann hin und her invertieren, aber mörderisch, ihr seht links oben die Frequenz, wie wir da jetzt hin und her fahren. Momentan haben wir sogar 5,3 kW, irgendein Verbraucher hat sich bei mir eingeschaltet. Sind gerade ein wenig im Batteriebetrieb. Aber das juckt nicht die Bohne. So, ich habe jetzt einige Male hin und her geschaltet.
So, Resümee der Geschichte. Ich habe jetzt diesen Masterbauer U8KW, China-Plagiat, nichts anderes. Da gibt es einen großen Hersteller, der was da für viele Firmen produziert. Hier ist halt im Prinzip der Branding-Partner Masterbauer U. Vielleicht machen sie da bei der Fertigung noch den einen oder anderen Aussortierprozess. Das heißt, dass dieser gelabelte Wechselrichter dann doch die bessere Ware aus der Massenproduktion ist. Die Chinesen sind meines Erachtens rein selber schuld, dass wir uns nicht um ihre Waren reißen, weil hier ist im Prinzip das Hauptproblem bei mir gewesen. Punkt A, dass mir mein Zfetzen hin ein Wechselrichter geschickt wurde, wo kein anderer Kunde sich das noch einmal antun würde, die gleiche Kiste noch einmal kaufen. Ich habe sie mir deswegen gekauft, weil sie in der Bandbreite Preis-Leistung einfach um 70% günstiger ist. Wenn du das gleiche, was der jetzt technisch kann, auf Victron-Basis haben möchtest, aber Achtung, Achtung, Victron kann Peak-Shaving, das heißt Spitzenlast schieben, also dein Stromnetz addieren mit der Power von deinem Inselsystem, das können die günstigen Off-Grid-Inverter von China allesamt nicht. Das ist das, wo Victron der Platzhirsch ist. Des Weiteren hat ja Victron die Trafo-Technik, das heißt, hier wird das alles über Transformatoren gezogen. Hier ist viel mehr Induktivität, sprich Blindströme in den Kupferspulen gespeichert. Dementsprechend tut sich Victron viel leichter bei Lastspitzen. Da werden die natürlich in der Topologie Trafo losgebaut, sich ein wenig schwer tun. Trotz allem, was meine Eindrücke bis dato sind, sorry Leute, 1450 Euro die Kiste. Wenn die Chinesen nicht so blöde wären und auch ihre Dokumentationen viel, viel besser an den Tag legen würden, hätten wir alle nicht diese Startschwierigkeiten, muss ich echt sagen. Traurigerweise ein wirklich nicer Artikel. Hier brauchst du natürlich dann mein Wunderkabel für die Kommunikation. Also das ist wirklich da, wo viele daran scheitern werden, wo sie dann keine Freude daran haben. Und auch dasselbe mit der App und einfach die Bedienungsanleitung ist ein wenig gewöhnungsbedürftig. Es geht nicht darum, dass das so schwierig zu lesen ist, sie ist perfekt übersetzt, das Problem ist, sie ist nicht ganz vollständig, klar, man kann ja nicht alles, die ganze Kiste in diesen kleinen Heftchen reinbringen, das ist ja klar, da muss viel mehr Dokumentation her, daran hapert es ein wenig, über den Hybridbetrieb, wie weiter unsere Netzversorger glücklich sind, das könnte noch ein Problem sein, dass wir da mit dem einen oder anderen Produkt ein wenig Turbulenzen bekommen, weil ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die dann alle Zertifikate für einen Hybridbetrieb erfüllen. Klar, er exportiert nicht, aber hier geht es ja auch ein wenig um den Faktor Netzschutz. Es geht darum, ob der Teufel da nicht irgendwo in die Exportleitung, also Leistung reinsteigt. Wenn im Prinzip ein Blackout-Fall wäre, ob der da nicht exportfähig wäre, das ist ein wenig schwierig, weil ich glaube nicht, dass der ein eingebautes Vektorsprungrelais hat. Das braucht man einfach, um diese Netzsynchronbedingungen zu kontrollieren. Das ist eine messtechnische Funktion, um zu wissen, ob ein Stromnetz vorhanden ist oder nicht. Da könnte ich mir vorstellen, im Bereich des Hybridbetriebs, dass da vielleicht ein wenig Troubles gibt, dass vielleicht die zukünftigen Firmware hier downgegradet werden, weil es wahrscheinlich anders von den Zertifizierungsmöglichkeiten nicht machbar ist. Wie gesagt, Dokumentation, wenn die mehr vollständig wäre, gut technisch versierte Leute sind hier absolut in der Lage, sich um wenig Geld mörderisch viel Power aufzubauen, um dass sie wirklich enorm viel Spaß und Freude dran haben. Ich habe meine Freude, aber Freunde, seid mir nicht böse, ich habe richtig, richtig viel Zeit verschissen, um diese ganze Scheiße am Laufen zu bekommen, weil einfach hier kann da keine Sau helfen. Du bekommst auch von keinen Informationen, außer leere E-Mails oder leere Anrufe. Das ist leider schade bei der ganzen Geschichte. Trotz allem, wenn man weiß, was man tut, beziehungsweise ich jetzt mittlerweile doch schon ein wenig drauf einstudiert bin, muss ich echt sagen, habe ich eine Freude mit der ganzen Kiste. Des Weiteren hast du bei Amazon das um rund 70 Euro, kannst du dir noch zwei Jahre zusätzliche Garantie shoppen. Da muss ich schon sagen, dann hast du meines Erachtens, wenn ich das richtig verstanden habe, 4 Jahre Gesamtgarantie, das für einen Preis für 1500 Euro ist eine mördernice Geschichte. Und eines, liebe Freunde, das müsste ja schon klar sein, die Kiste wird nicht viel länger als 5 Jahre halten können. Das hat dann mit dem elektronischen Verschleiß der Bauteile zu tun, weil ein Netzparallelwechselrichter ist ja nie so gefordert wie eine reine Off-Grid-Inselanlage. Hier darfst du nicht vergessen, die Bauteile sind 24 Stunden, 365 Tage im Jahr in Betrieb. Das Jahr hat, Daumen mal Pi, 8700 Betriebsstunden. Man kann sich das mit den rund 40.000 bis 50.000 Betriebsstunden dann hochrechnen, dass in der Bandbreite zwischen 5 und 7 Jahren einfach die Kiste ihren Geist aufgeben wird.
Dementsprechend wissen ja das die Kollegen aus der Netzparallelabteilung, die was die ganzen netzparallel geführten PV-Anlagen bauen, dass natürlich, wenn einmal ein Wechselrichter 10, 12 Jahre mehr hat, das eine nice Sache ist, aber die Off-Grid-Inverter werden diese Lebenserwartung nicht haben, weil es einfach technisch dem Bauteil geschuldet nicht möglich ist. Und des Weiteren, Hitze wird ihm auf Dauer nicht gut tun. Wo ich ein wenig ein Problem sehe, ist das mit der Belüftung von unten rauf, wenn man da keinen Filter hat, dass die auf sich die ganze Kiste verträgt. Ähnlich wie es bei den Kryptominern ist, hier ist natürlich klar, das ganze Ding ist Schutzab, IP, keine Ahnung, 30 oder so in der Richtung gebaut. Hier ist ja natürlich null Schutz bezüglich der Bauteile, die was eindringen können, Staub und andere Partikel. Dementsprechend könnte ich mir vorstellen, ist das schon eine Niederlage mit der Verdreckung. Also den jetzt wo zum Hinhängen in der Landwirtschaft oder so, das macht keinen Sinn. Hier geht es vielleicht darum, ob man nicht den einen oder anderen Filter unten dran bauen sollte. Natürlich muss man den auch gewählt. Hier muss man dann auch gelegentlich dann natürlich die Filter reinigen, weil sonst überhitzt ihr die Kiste. Aber das sind sehr, sehr, sehr viele Details. Ihr seht, es ist ein sehr komplexes Thema. Das Ganze um das Inselstrom machen ist nicht so wie bei Netzparallel. Drei Phasen ran, Nullleiter Erde um die PV-Strings und die Kiste läuft. Hurra! Inselstrom machen ist schon eine gewisse Herausforderung, was mir aber zum Gesamten bis auf diese rund 70% Einsparung. Ich meine, man muss ja diesen PV-Tracker, also den Laderegler, das alles mitrechnen, das musst du eben beim Markenhersteller alles extra kaufen. So komme ich auf meine 70% Einsparung, weil wir haben ja hier ein Produkt mit 8 kW PV-Modul-Integration. Das heißt, die Tracker, die PV-Fläche können 2x4 kW und der hat 8 kW Dauerlast auf der Ausgangsseite. Das wäre dann ungefähr vergleichbar mit der 10 kVA-Serie von Victron und dann die 2x4.500 Watt die PV-Tracker-Serie von Victron. Ihr könnt es euch selber das im Internet recherchieren, da geht schon ordentlich Asche drauf. Also da reden wir dann gleich einmal schnell von zigtausend Euro, was du da aufwenden musst. Dementsprechend sind wir hier im Low-Cost-Segment mit dieser Kiste really, really glücklich und zufrieden. Ich finde, du kannst ein durchschnittliches Wohnhaus einphasig locker mit den 8 kW super versorgen. Natürlich, du hast eine Einphasenstromversorgung. Das würde ich aber jedem nahelegen, der sich zwingend den Drehstrom braucht, dass man da hier im Bereich der Einphasigkeit unterwegs ist. Achtung, Achtung! Das Ganze kann aber dann nur gut klappen, wenn dein Stromnetz das auch von EVU-Seiten aushält, wenn einmal deine Kiste kackt oder du keine Batterien mehr hast, die Batterien leer sind und du null PV-Produktion hast, weil sonst kann dir natürlich die Einphasigkeit natürlich seitens des Stromnetzes das Genick brechen, dass du dann A, vielleicht eine einphasige Stromspitze erzeugst oder es dir deine Vorzählersicherung schmeißt. Das ist die Kehrseite von diesem Einphasenbetrieb. Es gibt halt nichts, was quasi die eierlegende Wollmilchsau ist. Da müsst ihr schon IOTA-Tokens kaufen, da seid ihr glücklicher, damit wir auch ein wenig was für die Krypto-Enthusiasten haben. So schaut's aus. Ich muss sagen, Resümee bis dato, ich werde euch da updaten. Wie gesagt, wir werden die ganzen Unboxing-Tutorials von den Krypto-Minern drauf fahren und ich fahre ja sowieso mein Wohnhaus jetzt per se nur mehr auf Inselbetrieb. Wir werden da ja weiter upgraden. Ich muss sagen, das ist meines Erachtens von der Kostenseite die Zukunft, dass du dich Energieattack machen kannst, dass ja die ganzen Schwurbler da draußen und diese Weltelitenherrscher egal sein können, wo sie dich mit den Energiepreisen hintreiben werden. Und das Weitere, mit den 48 Volt bist du relativ flexibel, dass du bei der Batterie jetzt nicht von irgendeinem Hersteller abhängig bist. Hier hast du da meines Erachtens sehr, sehr viele Möglichkeiten im Punkt der Batteriegestaltung, wie du dein Batteriesystem aufbauen kannst, weil hier gibt es natürlich dann auch tolle Anleitungen in Zukunft mit diesen ganzen billigen China Lithium-Eisenphosphat, Do-It-Yourself, BMS-Geschichten. Wollen wir natürlich auch das eine oder andere für euch machen. Wir wollen ja wirklich wissen, was kann diese billige China-Kacke, ist da was dran, brennt ihr dann gleich dein Haus ab, das wollen wir alles ausprobieren. Wir haben da sehr, sehr viel vor auf Mr. Mining, seinen Kanal. Lasst euch da in Zukunft überraschen. Und ich würde mal sagen, das Video heute ist leider viel zu lange geworden, aber es hilft halt nichts. Man muss euch, dass man das euch alles zeigen kann, doch sehr viel rundherum tun, zeigen, show you. Es ist halt nicht im Vorbeigehen geschaffen. So, aber ich hoffe, es hat dir gefallen. Würde mich natürlich über einen Daumen hoch freuen. Und wenn du wirklich Bock hast, abonniere meinen Kanal oder empfehle mich weiter, wie auch immer. Ich hoffe, ich konnte dich ein wenig trainieren, damit du ein wenig was gelernt hast, gesehen hast, ob das was für dich wäre oder nicht. Und in diesem Sinne vertschüsse ich mich. Euer Mr. Mining. Tschüss, Baba.